sind wahrscheinlich gerade bald zum Tee. Schau mal auf die Uhr. Der hat gerade Pause. Es ist noch nicht 5 Uhr, es ist erst 4. Kein Bier vor 4. Mal wieder ein Paradoxon auslöst. Weil vor 4 ist nach 4. Aber nach 4 ist auch wieder vor 4. Ja? Das heißt, man darf niemals Bier trinken, aber da es jederzeit auch nach 4 sein kann, darf man es doch. Also kommt es auf die Sichtweise drauf an. Oh, ich glaube, ich habe ihn gerade gehört. Wieso kann es für mich widerstehen? Was in 3000 Jahren geht der draußen vor sich? Der ist schon da. Da ist er doch auf seinem Widder. Komm mal her. Sehr schön. Der Fußsoldat. Solange es nicht der Fußsoldat von Goldhain ist. Boots! Der war zwar völlig unnötig. So, jetzt können wir abgeben. Ja, das können wir. Aber wollen wir das auch? Ich weiß nicht, willst du EP? Nö. Na, dann gibst du nicht ab und bleib auf immer und ewig auf Level 47. Schön, euch zu sehen. Hier am Platz. Was haben wir denn hier wieder Schönes? Die Todium-Bruderschaft ist jetzt freundlich. Was bringt mir das? Du bist jetzt ein Schreckenslord. Dunkelglut. Irgendwie kriege ich nichts Gescheites. Bringt nix. So, dann müssen wir jetzt zur Thoriumspitze. Dann weiten wir mal da außen rum, ne? Weil da unbedingt in der Mitte so ein fettes Loch sein muss. Ja. Blizzard. Ja, mein ernstes Wörtchen miteinander zu reden. Wieso muss man jetzt so ein riesiges Loch mitten in die Landschaft setzen, dass jeder, aber wirklich ausnahmsweise jeder, außen rumreiten muss? Naja, man kann drüber fliegen. Ja, man kann drüber fliegen, wenn man Level 90 ist, aber da juckt's mich nicht mehr, mir juckt's jetzt. Das ist allerdings wohl wahr. Ich sollte mir angewöhnen, dass ich dich für längere Strecken am Chopper mitnehme. Oh, soll mal abbiegen. Die Pyrox-Ebenen. Mei, wie schön. Macht man nur ein Foto. Ja, Sightseeing cool. Da war noch Kaffee. Dann geht's wieder hoch. Dann geht's weiter in die brennende Steppe. In der sengenden Schlucht, genau. So, dann haben wir uns erstmal eine Bushalte. Gehen wir erstmal zur Bushaltestelle. Jetzt wisst Mauri steht. Dann gehen wir in den Souvenirladen. Dann sagen wir zum Inhaber Servus und treffen uns mit dem Inhaber, weil das so toll ist. Und dann begutachten wir die Einheimischen bei der Arbeit. Mit einem Hungerlohn von 1 Cent in der Stunde. Und dann drehen wir wieder um, weil wir was vergessen haben. Chrissys Ausführungen. Oh, ich muss mir heute noch ein T-Set aussuchen, weil der sich lässt. Letztes Mal hatten wir die Hunter. Die Druiden sind sehr interessant. So. Mit ihren Weed. Mit ihrem Weed-Equipment, das man irgendwie jederzeit wegrauchen kann.
den komischen Elchkivalität so, dass ich das heute nicht verstehe. Wo bist du? Ich glaube, ich bin mit ein paar Elementaren. Okay, ich bin gerade verwirrt. Ah, da drüben bist du. Welche Quest machen wir jetzt genau? Die Hitze, die nie vergeht. Du musst die Elementare einmal mit dem Quest-Item anklicken und dann werden die kleiner. Du kriegst die Quest-Items, danach musst du sie noch kaputt hauen. Achso, diese gefüllte Ofenflasche oder was? Genau. Okay. Geht mit allen Feuerelementaren, egal wie sie aussehen. Hauptsache es sind Feuerelementare. Die Quest ist aber sowas von hässlich. Ich kümmere mich um die schweren Kriegsgolems. Und dann gibt es noch eine Quest von Lang. Diesmal setzt er sich auf die Zwerge drauf. Er setzt sich auf die Zwerge. Ja? Oh mein Gott. Ja, die Zwerge tun mir auch irgendwo leid da. Reicht nicht schon, dass du gedemütigt wirst und Gift von seiner Wampe kratzt. Jetzt setzt er sich noch auf die armen Zwerge. Aber wobei, sie haben es verdient. Muss man den auch töten, oder was? Ja. Mal funktioniert bei dem eigentlich auch die Ofenflasche. Ah, den muss man looten, ne? Ja, bei dem hat die Ofenflasche auch funktioniert. Sehr schön. Ich muss mich von Elementaren fernhalten. Ich tue die immer verbannen. Verbannt. Es gibt jetzt eine neue Klasse in World of Warcraft. Das ist der Verbanner. Der macht Schaden, indem er verbannt. Und dabei schreit, du sollst verbannt! Du hast ähnlich gute Idee wie Jerome. Und dann kannst du... Da gibt es verschiedene Arten von Verbannungen. Die eine Verbannung, aus der man dann zurückkehrt, kriegt man Schaden, mit der anderen wird man gestunt. Der hat dann am Ende 20 oder 30 verschiedene Verbannungsarten mit unterschiedlich starken Blutungseffekten und Schadenseffekten und was weiß ich. Die Verbannung der Hölle oder sowas und die Verbannung der mittelschweren, frostigen Hölle. Das ist dann sowas wie die Frostnova. Hoffentlich wirst du nie Designer bei Blizzard. Ah ja, genau, und der Ding, der Execute, das ist die Verbannung des wirbelnden Nethers, auf der kehrt der kritische Charakter nie wieder zurück. Also passt auf im PvP, wenn einer den Weg läuft, ihr könntet euren Charakter verlieren. Ja. Verbannt! Oh mein, macht das halt schon wieder Spaß. Oh ja. Voll mit Motivation beim Questen. Es gibt doch nichts Schöneres. Komm lang, setz dich drauf. Ach ja. Ich bin eh gleich Level up. Jo, bei mir dauert's auch. Ja, okay, bei den Tippa dauert's nicht so lange wie bei mir. Das hat gegrittet. Ich hab die Hand des Schutzes. Double Chaos Bolt. Die zweite Angstblase vom Paladin. Dietz. Ich hab meine zweite Angstblase. Yay. Da kommt Freude auf. Die hilft zwar nur gegen körperlichen Schaden, aber körperlicher Schaden ist ja der meiste Schaden, der passiert. Vergiss nicht die Ofenflasche auf die anzuwenden. Ja, kann man die gleich anwenden oder muss man die erst musst die gleich anwenden. Auf der Couch kriegst du Greizweh, das ist ein Schaden fürs Leben. Mein Hexer macht keinen Schaden, der macht 306 Schaden auf das Ding. Wollt ihr mich verarschen oder was? Wieso macht das bloß so wenig Schaden? Hallo, ich bin Level 47, macht 306 Schaden. Mit Verbrennen. Da stimmt doch was nicht, oder? Lass uns richtige Gier an. Nicht, dass du also ich habe seit letzten so rumrennst. Seit letzten LP habe ich nichts mehr verändert. Ausdauer Int Crit Trefferwertung, Ausdauer Int Tempo Ausdauer, Ausdauer Int Trefferwert, Ausdauer Int Tempo, Ausdauer Int Crit, Ausdauer Int Wille.
aus der Entwürde. Nö. Irgendwas stimmt nicht. Ich habe auch keine Debuffs oder so. Kann ich den Schutz aber noch buffen, oder? Nee, das kommt, kriegst du das mit Level 81. John hat doch gesagt, du sollst auch in seine Sprüche zu klauen. Cool. Jetzt bin ich in ein Loch gefallen und bin fast tot. Super! Du bist jetzt ernsthaft in die Schlackengrube reingefallen. Ja, auf einmal war da ein Viereck im Boden. So eine Scheiße. Kommt man da wieder raus schon, oder? Ja, aber du musst dich also rausbetteln. Wie kann man in das Loch reinfallen? Es gab ein kleines Loch und das war auf einmal weg. Mach die Tür auf! Yes, du bist der Beste! Wie auch immer du bist. Die Tür kann man auch von innen auf. Da geht's noch weiter runter. Suicide Hexer! Woohoo! Okay. Du weißt schon, dass die Lava Schaden macht, oder? Ja, klar. Und dass du gleich tot bist. Weil du da unten nicht mehr rauskommst. Vor allem nicht in dieser Richtung. Ach, du warst ja auch schon mal drin. Sagen wir es so, ich kenne mich da unten einigermaßen aus, weil da unten die Quests irgendwann weitergehen. Der finstere Handel ist echt geil. Also ich lebe noch. Ich krieg bloß noch 23 Schaden noch das Feuer. Nee, das ist der finstere Handel. Oh. Ja, genau, in der Richtung geht's auch nicht weiter. Ja, jetzt bin ich gespannt, ob wir überhaupt noch an meine Leiche hinkommen. Also, Rekonstruktion des Weges. Wir sind kreuz und quer über dieses Ding gelaufen, über den Boden. Ah, da hinten ist das Loch. Okay, jetzt, wo ich es richtig sehe, frage ich mich, wie ich das übersehen konnte. Ja, deswegen frage ich, das habe ich mich auch gefragt. So eine Scheiße hier! Ich meine, wie kann man dieses verdammte Loch hier übersehen? Ja, wie gesagt, ich hatte einen kleinen Lag. Also ich stehe jetzt direkt über meiner Leiche und ich komme nicht an meine Leiche. Schiert. Ah! Ich hab einen Fleck gefunden! Wuhu! Eigentlich schade, dass du nicht mehr aufnimmst auf deinem Bildschirm. Ich hab schon wieder Probleme mit der Tastatur. Ja, Makro! Dann mach was, der Keken! Ich muss erstmal in die richtige Richtung. Ich komme jetzt definitiv nicht zu dir runter. Die Sklave meines Willens. Wo ist denn mein Wichtel da, also? Was ist, wenn man die Sklavenarbeiter anredet? Müssen wir später für eine Quest machen. Seid ihr hier, um mich zu retten? Nein, ich bin hier, um mich zu retten. Ich glaube, ich habe einen Ausgang gefunden. Na super, dann komm jetzt wieder rauf. Jetzt bin ich im Kessel. Ja. Super. Es gibt zwei Wege raus hier. Der andere wäre mir lieber gewesen. Geht's da hoch oder runter? Gibt's hier mehrere Ausgänge? Ah, okay, da ist ein Aufzug. Kann man den benutzen? Keine Ahnung, ob die noch funktionieren. Ja, der funktioniert doch optimal. Geiler Scheiße, gibt's einen Aufzug. Der Aufzug-Boss. Da war er noch nicht im PSA. Es gab schon viele Aufzug-Bosse. Shit. Der erste war in SSC. Das ist so wie der General Nazgrim, der steht alles im Norden, in den Grizzly-Hügel als Unteroffizier. Und jetzt ist er General. In diesem Content. Das ist der Werdegang der Bosse. Aufzüge, man sieht sie überall. So, jetzt kann ich mit dem Aufzug nochmal runterfahren und nochmal hochfahren. Wieso? Weil das Ding jetzt erstmal runterfährt. Darum. Ah, bist du zwischendurch ausgestiegen oder was? Ich dachte, da geht's gleich so eine Wendeltreppe oder sowas hoch, aber da ist bloß der Eingang zu noch einer Höhle. Ich quest normalerweise nie so weit hier, weil mit dem Account geht bin ich so schnell weiter, dass ich gleich weitergehe. Und ich Innis nebenbei mache. Ja, wir sind jetzt in einem für Innis relativ ungünstigen Bereich. Naja, sobald man das richtige Level 4. Nein, da geht's wieder runter! Wieso geht's erst runter und dann fährt er doch weiter hoch? Meine Fresse! Du hast das mit dem Aufzug.
Der Aufzug hat erst so einen Absatz nach unten gemacht und ich dachte, jetzt fährt er wieder runter. Und dann fährt er doch hoch und ich bin in der Zwischenzeit rausgesprungen. Tja. Weil ich gedacht habe, er fährt wieder runter. Fühle ich dann die Tasten wieder nicht, wenn ich in den Aufzug rein muss. Gott, heute ist ein Scheißdreckstag, ey. Für Aufnahmen anscheinend. Egal. Es ist eigentlich echt schade. Gegen die Wand. Es ist echt schade, dass man Chrissys Bildschirm nicht sieht. Ich bin echt am überlegen, ob ich die Webcam jetzt gleich so stelle, dass man Chrissys Bildschirm sieht. Ich springe auf den Aufzug, verdammt. Okay, jetzt ist es schon egal. Es lohnt sich schon fast, dem hier jetzt gerade zuzusehen. Schau, der macht jetzt voll den Absatz nach unten. Du meinst, der fährt nach unten. Hast du den jetzt schon wieder verpasst? Ja, weil ich will jetzt auf dem Aufzug nach oben fahren und nicht in dem Aufzug. Oh Gott. Ich glaube, die Quest dauert noch ein bisschen, bis wir die fertig kriegen. Also ich brauche noch 6 Lavaspinnen und ich muss noch diese Ofenflasche auffüllen. Und diese Form brauche ich noch. Droppen die so nebenbei bei den Zwergen? Ja. Ah, okay. Der Lang gibt dir auch das Zeug, wenn er sich draufsetzt auf die Zwerge. Den habe ich noch nicht einmal. Ach, übrigens toller Helm. Sieht doch total schwul aus, den auf dem Bild. Ja, den habe ich vorhin erst bekommen, den Helm. Schau, der geht erst voll nach unten, der Aufzug. Der fährt 50 cm nach unten, bevor er wieder nach oben kommt. I'm back. Jetzt ich glaube, wenn das Ding einstürzt. Nein! Nachdem Chrissy jetzt ungefähr eine Viertelstunde gebraucht hat, um aus seinem scheiß Loch wieder rauszukommen. Das Loch! Ja, ich bin mit meinen Lavaspinnen fast fertig. Ich warte dann beim Quest abgeben auf dich. Das ist eine gute Idee. Also wenn ich Zwerge töte, dann taucht dieser Lunk auf, oder? Ja. Ah, es kann sein, dass ich noch keinen einzigen Zwerg getötet habe. Ich gehe aber meinen Dot. Lunk! Ne, er kommt nicht. Blizzard bescheißt mich. Blizzard will nicht, dass ich level.